Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Jetzt kommen zu einem neuen Video und somit herzlich willkommen zum allerersten Mal zu einem Horror-Game. Es soll ein Horror-Game sein. Und zwar zocken wir heute Paranormal Inc. Und zwar ist das ein Fangame von dem Observation Game oder ja, Observation Game. Ich bin mir gerade unsicher, ob das wirklich so heißt. Ich muss nochmal gucken, ob das wirklich Observation Game heißt. Ja. Wir werden das heute zocken. Und das Spiel ist eigentlich so aufgebaut, dass man hat verschiedene Kameras in verschiedenen Räumen. Also es sind, glaube ich, insgesamt 6-7 Kameras oder so. In 7 oder 6 oder 7 Räume mit jeweils einer Kamera. Und es können halt Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass das Licht ausgeht oder eine Tür aufgeht, die eigentlich zu ist. Eine Tür geschlossen wird, die eigentlich auf ist, ein Fenster auf ist oder geschlossen ist, dass, keine Ahnung, ein Tablet angeht, was eigentlich aus ist oder was an oder was ausgeht, was an ist und so. Das kann halt alles sein und vieles, vieles mehr. Und das müssen wir halt dann in diesem Game melden. Und wenn wir das geschafft haben, ich glaube nach 6 Uhr ist es, glaube ich, zu Ende, dann hat man gewonnen. Und ja, nachdem ich monatelang nach einem Job gesucht hatte, habe ich endlich diesen Job gefunden. Die Stellenbeschreibung schien einfach. Ich wollte am Monitor sitzen und ungewöhnliche Veränderungen melden. Unter normalen Umständen kann ich mit diesem paranormalen Unsinn nicht umgehen. Aber ich brauche das Geld. Und da machen wir jetzt auch weiter. Ein junges Paar mit einem Baby berichtet seit einiger Zeit von seltsamen Vorkommnissen zu Hause. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ne? Dinge bewegten sich und verschwanden. Sie sind seit einer Woche nicht zu Hause. Melden Sie jede Anomalie, die Sie sehen. Und das Level heißt, wir haben keine Katze. Ich weiß nicht, warum dieses Level, wir haben keine Katze, heißt. Aber genau, hier. Da sieht man nochmal alles. Dann geht man hier jetzt zum Beispiel rauf und kann das dann berichten. Aber noch ist nichts passiert. Und ich hoffe, es passiert doch nichts. Ich hab das schon mal aufgenommen vorhin. Aber die Aufnahme ist abgecrashed. Deswegen, ja, muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Also es kann übrigens sein, dass das Game an einigen Stellen abstürzt. Zu bestimmten Uhrzeiten oder wenn man gerade irgendwas reporten will. I don't know why, aber es ist so, und es sind 6 Räume tatsächlich nur. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche. Arbeitszimmer, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Oh Mann. Küche und was war das 6. Ich weiß es gerade nicht. Ah genau, das Badezimmer. Genau. Aber hier ist nichts. Genau, hier das Tablet ist eigentlich aus. So, die Schublade ist eigentlich geschlossen. Ist nix. Hier ist auch nix. Ist hier irgendwas passiert? Nope. Da ist auch noch nix. Da auch nicht. Skip it in nope. Nope. Nein. Vor allem, das heißt, wir haben keine Katze, dabei stehen da unten Futternäpfe und auf Bild 1 hat man hinten, hat man hier diesen Katzenkorb gesehen. Deswegen ergibt das gar keinen Sinn, dass das Level heißt, wir haben keine Katze. Warum hat man dann Katzenkorb und Futternäpfe? Oder Fressnäpfe heißen die ja, heißt das ja.
So, ich sage immer Futternäpfe, Fressnäpfe. Ich sage eigentlich beides. So, da hängt kein Handtuch, das weiß ich mittlerweile. Das habe ich mir gut eingeprägt, dass da kein Handtuch hängt. Ja, okay, Bruder, woher kommt diese Katzenbox jetzt auf einmal, Bruder? Die kommt einfach aus den Backrooms, ne? Ist einfach gespawnt. Die hat TP-Command falsch verwendet. Dieses Game macht mich fertig, ne? Ich nehme gerade mal 5 Minuten auf, dieses Game macht mich jetzt schon fertig. Aber ich habe vorhin irgendwie 12 Minuten oder 14 Minuten aufgenommen. Aber es ist, ja, abgebrochen. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Hä, was soll denn hier sein? Ah. Objektverschiebung hier. Ja, let's go. Objektverschiebung, aber kein neues Objekt, was da nicht hingehört oder keine Ahnung was. Da ist noch alles gleich. Hier ist auch noch alles in Ordnung. Hier auch. Ah. Ja, aber geile RGB-Tastatur, ja. Habe ich doch auch, aber. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Nope. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass da irgendwas steht, aber oder irgendwer steht, aber jedes Mal das Gefühl, dass gleich irgendein Jumpscare in meine Fresse springt. Bitte habt Mitleid, Spiel. Ich zeige euch übrigens am Ende noch, wie ihr das Ganze installiert, wo ihr das Ganze kriegt. Und ja. Hey, ihr braucht übrigens Winrar, aber ich packe euch den Winrar-Link auch unten noch in die Videobeschreibung. Dass irgendwo was ist, aber ich sehe nirgendwo was. Auch in der Tür und so sehe ich nichts. Hier ist nichts. Also bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut, würde ich mal so behaupten. Aber ja. Also bisher ist es echt langweilig gerade. Wieso? Ich mach mal andere? Was? Wieso zu viele Anomalien, hä? Sollen da sein? Warte mal, ich mache ein zusätzliches Objekt. Was soll hier denn sein? Mutter! Objekt verschwunden? Oder stand da unten? Nee, hä? Ja, Arsch, Alter, was soll denn hier sein? Da ist nix. Das auch nix? Hier auch nicht? Hä? Hä, aber hier ist doch nirgendwo was. Oder sehe ich das einfach nur nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, da hinten ist was. Warte mal.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das war da vorhin nicht. Hä? Sollen die was sein? Bitte. Hier ist doch nirgends was. Zu viele aktive Anomalien. Ja, aber das Problem ist auch, dass dieses zu viele aktive Anomalien, dass das nicht auf die Räume, wo das ist, spezifisch angezeigt wird. Also dass das nicht in den Räumen angezeigt wird, wo das gerade passiert, sondern einfach random komplett durchgehend angezeigt wird. Aber ich sehe hier auch nichts. Gerne gemeldete Anomalien. 10 von 9. Okay, falsche Berichte 4. Ja, gut. Erfolgsprozentsatz. Okay, wir brauchen einen Erfolgsprozentsatz von 80. Komm, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es nochmal. Das triggert mich jetzt. Ich will diese 80 jetzt erreichen. Okay, gut, die Räume halt. Man muss sich halt echt diese Räume einprägen, sonst hast du verloren, Alter. Das hast du halt echt irgendwie reingekackt. Ich finde so geil, dass das einfach auch so ein bisschen aussieht, als wären die Räume so ein bisschen schräg oder so. Aber ich glaube einfach nur, das Stativ mit der Kamera drauf steht scheiße. Weil hier sieht das ja noch normal aus. Hier ja auch an sich. Hier ist sie wieder schräg as hell. Oder er hat es einfach kacke aufgenommen, weil hier sieht man sogar das Stativ. Da sieht man sogar das Stativ. Ich habe jetzt noch nichts gesehen. So einfach geil, wie hier so eine Elsa-Figur steht. So einfach random. So, wer stellt so eine random Elsa-Figur bitte ins Badezimmer? Wie random? Warte mal, das war noch nicht schon. Warte mal. Das war doch nicht vorher schon hier. Okay, anscheinend schon. Ja, gut. Brauche ich nicht lange gucken. Das Problem? Ja, okay, wer ist er am Monarum? Oh Mann. Gib mir doch nicht so ein Ding, Bruder. Gib mir doch nicht Kollaps direkt. Ey, woher kam er denn bitte aus Backrooms jetzt? Er kam ja komplett aus Backrooms. Er ist einfach kurz gespawnt, er wollte kurz Hallo sagen. Ah, genau, Observation Duty heißt das Game, wovon das so gesehen inspiriert ist. Wovon das so ein, ich sag jetzt mal, Fan-Fun-Game ist. Ja, so ein Fan-Game halt, oder so ein Fun-Fan-Game so. Observation Duty heißt das Ganze. Das gibt's, glaube ich, bei Steam. Ich weiß es nicht, das habe ich auch auf YouTube gesehen. Deswegen, ich kann nicht genau sagen, ob es das, ich sag jetzt mal, Originalspiel aus Steam gibt, also dieses Observation Duty. Ich habe es noch nie gesehen bei Steam oder geschweige denn nach gegoogelt. Ja, wer ist er, boah?
ASR bitte. Er geht jetzt zurück da, wo er herkommt, und zwar richtig in Backrooms. Aber es ist echt schwierig, sich diese Räume einzuprägen, weil du gehst ja wirklich von Raum zu Raum und man muss dann gucken, ob irgendwo was passiert ist. Das ist auf Dauer echt schwierig. Ja, gut, Digga, die Schublade wieder. Schublade. Und mal gucken, was du dann im nächsten Update kommt, weil die Demo, die ich jetzt hier gerade spiele, das ist Version 4.3. Also so hieß es zumindest. So, das steht ja auch unten 4.3, wenn man überhaupt. Ja, okay, wer ist er jetzt, Bruder? Da ist es nämlich so, die kam vor 2 Tagen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch so kommt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin des Laufenden bleiben, was das Ganze angeht. Ich muss mal gucken, vielleicht. Was? Ja, perfekt. Bruh, woher kommt diese Katze jetzt? Ey, es ist schon wieder abgestürzt. Egal, belassen wir es dabei. Leute, wenn es euch gefallen hat und ich mal mehr von solchen Spielen. Achso, wartet, nee, der Moment, noch nicht Ende. Erstmal. Ganz vergessen, wartet mal. So. Genau. Und zwar habt ihr diesen Link hier in der Videobeschreibung. Diesen Link werdet ihr dann in der Videobeschreibung haben. Und dann, ja, könnt ihr hier auf diese Seite und könnt das Ganze herunterladen. Und ich sehe gerade, man kann das auch mit der Tastatur steuern. Ja, schön, dass mir das auf jeden Fall jemand gesagt hat. Und hier steht auch nochmal, für welche Version es das gibt. Das gibt es einmal für das gibt es einmal in der Vollversion für Apple, also für iOS, und einmal für Android gibt es eine Vollversion. Oh, genau, die Windows Demo, das ist die ich gerade gezockt habe. Mit 100 MB, das geht eigentlich relativ fit. Und da können wir ja mal. Genau. Hier seht ihr noch ein paar Bilder. Genau, das hier ist dann von dem zweiten Level. Das hier komplett. Die 4 Bilder sind da vom zweiten Level. Da gibt es ja wahrscheinlich mehr Kameras, weil hier sieht man schon 7 Kameras, während es bei dem Level nur 6 sind. Und ja, dann geht ihr einfach ganz schön entweder hier oben oder hier unten, je nachdem, was ihr, wenn ihr hier vielleicht nochmal die Update Notes durchgucken wollt, dann könnt ihr da tatsächlich auch nochmal reingucken. Ist aber unwichtig. Aber ihr könnt dann hier oben oder halt je nachdem, ob ihr erstmal hier tatsächlich noch ein bisschen die Kommentare durchlesen wollt, auch noch hier unten oder halt oben am Anfang auf Download Now gehen. So, dann steht hier jetzt zum Beispiel: This game is free, but the dev accept your support by letting you pay what you think is fair for the game. So, müsst ihr nicht, ihr geht einfach No thanks, just take me to the download und dann einfach diese Version hier runterladen. Dann kriegt ihr nämlich diese RAR-Datei hier. Kriegt ihr diese RAR-Datei? Je nachdem, welchen Browser ihr benutzt, wird das dann halt auch hier in dem Update-Ding angezeigt, dass ihr hier diese RAR-Datei bekommen habt. Und öffnet diese RAR-Datei und zieht euch diesen Ordner hier einfach auf den Desktop. Mache ich jetzt nicht, weil habe ich hier. Und dann könnt ihr diesen Ordner öffnen und könnt das Game über diese Anwendung hier starten. Und wenn ihr das dann startet, dann seid ihr in diesem Screen, könnt euch das hier auch nochmal selber durchlesen und könnt dann so gesehen rein ins Spiel. Und wenn ihr verlassen wollt, klickt ihr einfach auf verlassen. So, wenn ihr allerdings 2 Monitore habt, dann kann es gut sein, dass das Spiel bei euch auf dem anderen Monitor startet. Heißt, ihr müsst dann einfach nur einmal Alt-Enter drücken und könnt euch das dann auch auf euren anderen Bildschirm ziehen. Wenn ihr das dann auf den anderen Bildschirm habt, könnt ihr einfach Alt-Enter drücken und dann seid ihr wieder im Fullscreen-Modus drin. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat und ich wirklich mal mehr von solchen Games suchen soll, dann lasst doch jeden Fall
lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Road zu 150 Abonnenten und ja. Schaut in die Videobeschreibung, alles verlinkt, Twitch, Insta, YouTube, wobei YouTube unnötig, aber Discord und alles mögliche. Ne? Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.